Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Arena Battle 4 und wir befinden uns aktuell im Run von Ruggy. Ja, und der hat sich im vorletzten Part schon mal durchgesetzt gehabt gegen Dominik und im letzten Part hat er es eventuell geschafft, auch uns zu bezwingen. Zum Glück erinnere ich mich an diesen Kampf nicht mehr, aber ich denke, ich sehe hier gerade einen Zygarde. Und mit 1000 Pfeile und so weiter könnte das eventuell ziemlich gefährlich gegen uns gewesen sein. Keine Ahnung, wie der Kampf verlaufen ist, aber ich gehe mal davon aus, Zygarde war auf jeden Fall mit am Start. Ja, hier gegen Roggy, gegen Kaidos hat er auf jeden Fall Magnezone, Nidoqueen, Panferno, Lamus und Pixie ansonsten noch mit am Start. Und heute soll das Monaguras-Abzeichen eben folgen, damit der Weg zum Champ immer weiter geebnet wird. Ob Kaidos das durchlassen wird mit ihrem Team, das sehen wir gleich. Sie hat heute neue Pokémon mit dabei und die versprechen tatsächlich ziemlich gefährlich zu werden. Wir haben hier nämlich einmal ein Terrakium, dann ein Altaria. Mega Altaria aktuell ja super präsent. Und ich gehe mal davon aus, dass es das Mega-Pokémon ist, denn sie hat hier kein weiteres Pokémon, was potenziell Mega sein könnte. Deswegen nehme ich mal an, dass wir hier eher das Mega sehen, was dann sie selbst auch vor den Drachen-Pokémon des Gegners ein bisschen besser beschützen kann. Und generell, Mega-Altaria sieht gar nicht mal so scheiße aus, gegen Panferno zum Beispiel oder auch gegen Zygarde. Allerdings hat es dann natürlich ein paar Problemchen gegen Nidoqueen und Magnezone. Da muss man dann mal schauen, wie sie damit umgeht. Dann sehen wir ein Amigento und da ist natürlich jetzt schwierig für uns zu beurteilen, ist das jetzt ein Amigento-Gestein oder ein Amigento-Drache? Eins von beiden muss es auf jeden Fall sein. Ich tippe eher auf Amigento Drache, aber es könnte auch Gestein sein. Also keine Ahnung, wir werden sehen. Ich weiß nicht genau, was sie mit dem machen will. Vielleicht irgendwie Rückenwind setupen oder Bizarraum schwierig. Also maximal Tandrak sieht dafür eigentlich gut aus. Deswegen keine Ahnung, wofür Amigento da ist. Dann haben wir Tandrak, wie gesagt, mit dabei. Ein Kyurem Black ist mit an Bord und zu guter Letzt haben wir dann eben noch ein Vilje, was, ja, Schwierigkeiten haben könnte, aber gerade gegen Lamus vielleicht ganz okay aussieht. Ich denke, da kann es schon was machen. Wir springen jetzt rein in den Kampf, gucken mal, ob Kaidos hier heute ordentlich Widerstand gegen Roggy leisten kann. Vielleicht ist ja sogar ein Sieg drin. Momentan sieht es statistiktechnisch natürlich nicht so gut bei ihr aus, deswegen es wird schwierig werden, definitiv. Jeder Kampf ist schwierig, aber Kaidos hat hier natürlich nochmal eine weitere Challenge zu bestehen quasi. Wir sind auf jeden Fall Terrakium gegen Magnezone. Das ist für beide ein okayes Matchup. So, Terrakium kann Nahkampf drücken. Magnezone kann theoretisch Analyse Lichtkanone drücken. Aber ist halt die Frage, ne? Erdbeben gibt es natürlich auch noch. Und Erdbeben ist hier, glaube ich, auch der bessere Midground-Play gewesen. Denn es kommt Lamus rein. Klar, auch auf Yo Olli macht das quasi keinen Schaden. Aber immer noch besser als Nahkampf vermutlich. Ja. So, Terrakium geht jetzt aber erstmal raus. Und wir sehen Sabine, die hier reinkommt. Und Sabine ist Virje. Und die kriegt direkt schon mal Toxin ab. Weiß ich nicht, ob die das so freut. Vielleicht spielt Kaidos hier Erholung drauf oder so, aber ich gehe mal nicht davon aus. Wir werden hier sehen, was das hier für ein Set sein wird. Ich hoffe nur, dass sie jetzt nicht zu passiv wird, weil das könnte halt sowas wie Zygarde und so Setup erlauben. Und ich glaube, das wäre alles andere als vorteilhaft. Lamus geht auf jeden Fall raus und Nidoqueen kommt rein. Ich denke mal, dass Nidoqueen jetzt hier vielleicht die Tarnsteine gerochen hat und selbst die Chance gewittert hat. Wenn du deine Steinchen legst, Kaidos, dann leg ich auch meine Steinchen. Denn Steinchen haben sich in den letzten Parts, ich kann es nicht oft genug sagen, wirklich bewährt. So, Gigasauger hat jetzt quasi keinen Schaden gemacht und wir sehen jetzt auch hier die Tarnsteine wie erwartet. Ich bin gespannt, ob Kaidos da jetzt nachziehen wird. Ansonsten macht es für mich sehr wenig Sinn, dass sie hier drin bleibt und Gigasauger drückt, weil das halt gar keinen Schaden macht. Und es heilt sie nicht mal komplett hoch. Giftschleim wirkt dann auch noch dagegen. Das erscheint mir gerade wieder am Ticken zu passiv, ehrlich gesagt. Es sei denn, sie verfolgt damit ein größeres, ein höheres Ziel, was ich jetzt nicht direkt sehe. Also, dass irgendwie Nidoqueen großartig Chip-Damage haben soll, damit irgendwas anderes da one-shotten kann oder sowas. Wir werden sehen. So, wir sehen jetzt Amigento Drache, würde ich jetzt einfach mal schätzen, anhand der Farbe. Und was war das? Lawine? Und warum kam da dieser komische Ruf, weil das wirkte richtig weird gerade. So richtig, als wenn wir in Gen 1 wieder sind. Crazy. War, glaube ich, sehr effektiv, ne? Deswegen müsste es Amigento Drache sein. Macht auch mehr Sinn als Gestein, diese hellblaue Farbe. Und wir sehen jetzt die Abgangstirade. Das heißt, Nidoqueen jetzt ordentlich schwach. Kaidos konnte auf einen potenziellen Switchout reagieren und bringt jetzt hier Kyurem Black leider in die Tarnsteine rein, aber potenziell gegen eine Lawine. Es ist aber das Erdbeben, aber auf minus 1 sollte das okay in Damage machen.
Ja, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall vollkommen fein. Da könnte Kaitos jetzt sogar, wenn sie ein Delegator-Set hier spielt, auf Delegator gehen. Und dann wäre Kyurem auf jeden Fall eine sehr, sehr mächtige, eine sehr, sehr gefährliche Geschichte für Roggi potenziell. Aber wir sehen die Erdkräfte, was gegen Lamus potenziell okay ist. Ist das eine Offensivweste? Ist das keine Offensivweste? Leben, ob ich sage, das ist Offensivweste Lamus wieder. Das haben wir beim ersten Mal schon gesehen. Ha, und Kaitos geht wieder raus. So. Also irgendwie schafft sie es hier gar nicht, Druck aufzubauen. Und wieder sieht man diese Tarnsteine, die so unendlich viel Chip machen. Und jetzt kommt die Auswechslung in Plankton. Einfach wahrscheinlich mal, um zu gucken, ob da jetzt ein Kreuzdonner folgen soll. Ist aber risky gewesen, ne? Weil wenn sich Kaitos jetzt gedacht hätte, Alter, ich breche hier einfach nicht durch. Ich gehe jetzt auf den Wudernfall. Dann wäre es das mit Zygarde aber ganz, ganz schnell gewesen. Eieiei. Zygarde macht aber auch ganz schnell wieder einen Rückzieher, wo es Amigantus sieht. Und wir sehen hier jetzt Panferno reinkommen. Oh. Okay, wow, das macht gar nichts. Das ist ein Multi-Angriff. Ich meine, der ist... Stimmt, der ist mittlerweile deutlich schwächer geworden. Also, was heißt schwächer geworden? Der ist in Husum schwächer als in Schwertschild. Der war schwächer. Ich weiß gar nicht, war der Stärke 90 oder 100 oder so? Der ist ja jetzt 120 und damit nochmal um einige Stärke. Aber dass das gerade mal keine 50% gemacht hat, das irritiert mich trotzdem ein klein wenig. Scheint dann wirklich ein defensives Amigento zu sein. Ja, und wir sehen jetzt, dass hier eben Altaria reinkommt. Und auch Altaria will keinen Tarnsteinschaden fressen, frisst ihn aber. Aber wir sehen jetzt die Mega-Entwicklung damit zumindest, falls Altaria hier irgendwann nochmal rausgehen sollte, nicht mehr der sehr effektive Tarnsteinschaden. Aber Tarnsteine so oder so, wirklich gut. Ich habe das Gefühl, ich sage sehr oft in letzter Zeit Tarnsteine, aber sie sind gut. Sie sind aktuell wirklich so gut wie selten zuvor, habe ich das Gefühl. Ja, Paolumo geht jetzt hier für die Rückkehr auf plus 1. Ist dieses Pixie gegen potenzielles Setup gewappnet? Ich glaube nicht. Killt diese Mondgewalt? Vielleicht schon. Ja. Schwierig. Schwierig. Das war es auch mit Mega Altaria. Eine der potenziellen Sweep-Optionen, gerade mit einem Drachentanz, willst du dich ja eigentlich irgendwann aufsetzen und dann durchmarschieren. Aber Kaitos hat so ihre Problemchen, hier Druck aufzubauen. Jetzt kommt Kyurem rein. Ich denke, Kyurem wird jetzt hier maybe einfach für einen Eisstrahl gehen. Aber er muss eigentlich Lamus erwarten. Also Kaitos muss eigentlich Lamus erwarten. Geht hier aber wieder straight für den Eisenschädel. Aber Roggi bleibt hier auch drin. Das heißt, diese Nicht-Prediction von Kaitos geht hier tatsächlich auf. Und Pixie ist damit schon mal down. Das ist ja auch sehr wichtig. Ist eine große defensive Wall, eine große defensive Hürde, die hier zu bewältigen ist. Aber die Kehrtwende von Panferno holt jetzt eben den Kill an Kyurem. Und auch hier wieder das große Problem. Es sind keine geschickten Hazard Removals da. Das heißt, wenn die Tarnsteine liegen, dann liegen sie. Und alles kriegt so unendlich viel Schaden. Und selbst kriegt man die Tarnsteine nicht raus. Und das ist momentan irgendwie das größte Problem in der Top 4 generell, würde ich sagen. Ich weiß nicht genau, wie ich mich diesbezüglich geschlagen habe. Aber ich habe ja auch, glaube ich, nicht die allerstärksten Tarnsteinleger und mega krassen Removal-Optionen. Deswegen kann es sehr gut sein, dass die Tarnsteine auch bei mir sehr heftige Probleme machen. Da bin ich mir nicht ganz sicher. So, wir sehen jetzt hier die Robustheit von Magnezone into 50% Beere, nehme ich mal an. So ist es. Und da kommt eben die Analyse-Lichtkanone, ist es dann nicht, aber eine normale Lichtkanone zumindest. Und die macht gegen Banbaro, der auf minus 1 ist, wohlgemerkt. Ah ne, der hat Erdbeben eingesetzt, also ist er nicht auf minus 1. Hat es aber trotz allem sehr, sehr guten Schaden gemacht. Ja, und damit ist Terrakium jetzt auch schon in der Range, wo es nicht mehr sehr oft hin und her switchen kann. Mit den Tarnsteinen, die da eben so liegen. Und Yo-Oli ist immer noch ein Pokémon, was hier perfekt reinkommen kann. Also egal, ob Erdbeben, Nahkampf oder so. Also Roggi hätte nicht mal großartig drinbleiben müssen in Magnezone. Hat er eben gemacht. Prediction von ihm ist, glaube ich, wieder nicht aufgegangen. Er dachte wahrscheinlich, da kommt jetzt ein Switch oder irgendwie eine Steinkante oder sowas, um Lamus zu erwarten. Aber ja, er hätte auch direkt auf Lamus rausgehen können. Ich glaube, Lamus ist auch durch diesen Z-Move absolut nicht in Gefahr. Vielleicht Z-Move into Steinkante, ja. Ja, das könnte schwierig, das könnte knapp werden. Aber Lamus bekommt jetzt eben auch nochmal einen Hit raus. Von daher gar kein Problemchen hier. Ja, und man merkt es. Kaitos hat Schwierigkeiten, Druck aufzubauen. Sie müsste wahrscheinlich ein paar geschickte Double-Switches irgendwie wagen, um einen Mon reinzukriegen, was das gesamte Team unter Druck setzen kann und dann potenziell den Switch-Out wieder predikten und bestrafen. So, und das müsste sie irgendwie geschickt hinbekommen und es ist sehr schwierig für sie gerade. Ja, wir sehen den Donnerblitz von Tandrak hier auch wieder quasi einfach den Move gedrückt, der sehr effektiv ist, ohne zu predikten, dass da jetzt vielleicht was reinkommt. Und wir sehen ein Aufbereitungs-Magnezone, das heißt, die 50%-Bäre wird wieder hergestellt.
Killt das Siedewasser? Ich denke nicht. Das ist genauso stark wie der Donnerblitz. Von daher triggert die 50% wäre jetzt wieder. Magnezone wieder ziemlich fit. Und Tangentrag sieht ziemlich chancenlos gegen dieses Magnezone aus, was da steht. Und das kann jetzt langsam, aber sicher immer mal wieder eine Lichtkanone droppen. Zwischendurch auch wieder auf Aufbereitung gehen. Damit also auch wirklich eine gute Recovery für Magnezone da, die sonst eigentlich nicht gegeben ist, ne? Da ist Erholung, denke ich, das gängigste, aber mit Aufbereitung, 50% wäre, hat Rogge hier auf jeden Fall auch wieder eine gute Möglichkeit gefunden, um langlebig mit dabei zu bleiben. So, er geht jetzt nochmal für die Lichtkanone. Graf Galle kriegt immer mehr Damage. Siedewasser kommt. Siedewasser wird nicht killen, außer Crit into Burn. Das würde hier vielleicht reichen. Und jetzt ist Magnezone ja wieder schneller, kann also wieder auf Aufbereitung gehen, ist wieder fit und kann dann langsam aber sicher Tandrak hier downregeln. Deswegen, das spielt Rogge hier absolut clean runter. In den Momenten, wo er einfach auf Nummer sicher gehen muss. Da wechselt er halt raus. Er wagt aber auch mal die Predictions, die jetzt mit Pixie zum Beispiel nicht aufgegangen sind. Er konnte sich aber da auch eine Miss-Prediction durchaus leisten. Oder auch gegen irgendwas anderes, wo er mit Magnezone drin geblieben ist. Könnte auch vielleicht gewesen sein, dass er da diesen Switch predicted hat oder die Steinkante oder whatever und das bestrafen wollte. Ja, und jetzt sehen wir hier interessanterweise den Switch in Vilje. Wo ich mich ein bisschen frage, warum haben wir hier irgendwie Schwächenschutz oder so? Es sind die Überreste. Okay, stimmt, die hatten wir auch schon gesehen ganz am Anfang des Matches. Also hier dann auch quasi wieder vermutlich das Aufgeben. Oh, außer Vilje ist schneller. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber nein, Vilje ist nicht schneller. Und von daher holt sich Magnezone den Kill an Vilje und wird dann eben, wie gesagt, auch gegen Tandrak gewinnen. Tandrak kann ja nichts machen, wie wir gesehen haben. Von daher, wenn Rogge safe spielen will, dann geht er jetzt nochmal auf Aufbereitung. Aber theoretisch könnte er auch einfach Lichtkanone drücken und dann mit dem, wenn Magnezone sterben sollte, mit dem kommenden Pokémon dann finishen. Aber eigentlich killt eine Lichtkanone jetzt, glaube ich, schon, oder? Müsste eigentlich so sein. Wir sehen die Lichtkanone. Hat er vorher immer schon zuerst angegriffen? Ja, doch, genau. Er war schneller. Ah, stimmt. Die hat vorhin ein bisschen mehr Schaden gemacht, weil der Spezialverteidigungsdrop, glaube ich, kam, ne? So, wir sehen das Siedewasser. Ich glaube, der Burn reicht jetzt sogar. Yes. Aber wie gesagt, ne, Rogge hätte hier auch absolut safe weiterspielen können und sagen können, Aufbereitung, let's go. Aber er kann sich eben auch erlauben anzugreifen, weil er genügend Pokémon hat, die schneller sind als Tandrak und dann eben nachsetzen kann. Dieses Risiko war es, denke ich, wert einzugehen. Und von daher kommt hier der Nahkampf, nimmt Graf Galle aus dem Spiel. Und ja, das ist dann ein ziemlich klarer Sieg für Rogge gewesen. Ich denke, da gibt es auch nicht so viel zu sagen, außer das, was ich halt immer wieder wiederhole quasi. Grundsätzlich gefällt mir das Team von Kaidos, aber dafür, dass da so wirklich einige potenzielle Damage-Dealer mit dabei sind, sowas wie Kyurem, Tandrak, Mega Altaria, Terrakium, dafür kam da insgesamt zu wenig Damage bei rum. Also wirklich nur dann, wenn Rogge es zugelassen hat, ist auch Damage entstanden. Ne? Gegen Pixie, der Eisenschädel, gegen Magnezone, das Erdbeben. Ansonsten, er hätte auch in alles wechseln können. Als das Erdbeben gegen Magnezone kam, Lamus rein. Was will Terrakium dagegen machen? Als der Eisenschädel gegen Pixie kam, Lamus rein. Was will Terrakium da machen? Also er hätte das hier einfach komplett safe runterspielen können, hat sich aber hier und da mal eine Prediction erlaubt und ich denke, das ist sehr ansehnlich dann letztlich gewesen von Rogge. Deswegen GG auf jeden Fall und damit Glückwunsch zum Gewinn des dritten Abzeichens des Monaguras-Abzeichen. Ja. Das soll's für diesen Kampf gewesen sein. Jetzt geht es für Rogge um alles oder nichts. Er muss jetzt nochmal gegen Blocky antreten. Und Blocky hat nochmal die Möglichkeit, hier Rogge aufzuhalten. Bisher sind Blocky nicht sonderlich viele Siege gelungen. Aber einen hat er sich auf jeden Fall schon geholt. Und möglicherweise wird jetzt ein zweiter folgen. Wir werden sehen. Und da sind wir auch schon. Boreos T ist jetzt wieder mit am Start. Zu Hause geblieben ist... schwierig. Nidoqueen, glaube ich, ne? Nidoqueen zu Hause geblieben. Und das, obwohl Nidoqueen tatsächlich auch gar nicht so bad gegen Blockys Team ist. Also, kann man so schon sagen. Wie gesagt, gegen Normal, sage ich, ist Nidoqueen schon mit am schlechtesten von allen Typen, die eben in der Top 4 vertreten sind. Aber auch nicht super schlecht, weil theoretisch hast du Fokusstoß, du hast potenzielle Giftspitzen, du hast Tarnsteine. Nidoqueen kann immer mitkommen und immer jede Menge machen. Und deswegen, hatte Rogge hier wahrscheinlich die komplett freie Wahl, was er denn so mitnehmen will. Interessant natürlich, dass Panferno mitgekommen ist, weil Flug ihn relativ hart unter Druck setzt, aber der kann natürlich auch Donnerschlag haben, um sich zu
rächen quasi, um vorher schneller zuzuschlagen, wenn er vielleicht Wahlschall ist. Und natürlich ist er sehr, sehr gut, um die Normal-Pokémon zu breaken. Also ansonsten hätte Roggi hier vielleicht ein paar Problemchen, um am Porygon 2 vorbeizukommen. Deswegen, für Blocky ist es, denke ich, mit seinem Team das Wichtigste, dieses Panferno gut handeln zu können und sein Porygon 2 sehr fit zu halten. Wenn er Panferno rausnimmt, dann kann Porygon 2 hier eine ganze, ganze Menge an Arbeit leisten. Und wenn er das schafft, dann ist, glaube ich, auch der Sieg drin. Es ist ein Weg zum Sieg, denke ich. Er hat hier sicherlich mehrere Optionen. Es ist ein Team, mit dem ich von dem ich schon glaube, dass Blocky damit ein bisschen was reißen kann. Ich habe auch sehr Angst vor Magnezone, weil Panzer Aeron damit eben getrappt werden könnte und Blocky sehr, sehr schnell eins seiner wichtigen Pokémon verlieren könnte. Da muss er auch sehr aufpassen, dass, wenn er mit Panzer Aeron eben drin ist, er wahrscheinlich dann schnell wieder rauswechselt, bevor Magnezone eben reinkommt. Das wäre, denke ich, am aller wichtigsten. Eine Wechselhülle wird da, denke ich, nicht drauf sein als Item. Ja, und von daher würde ich sagen, legen wir los, springen in den Kampf hinein, schauen uns das Ganze mal an. Also gerade auch der potenzielle Set-Gift-Move auf Voltolos gegen Pixie, der könnte zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig werden. Ja, aber schauen wir, wie es läuft. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass dieser Kampf hier sehr spannend werden könnte. Wir sehen Lamus und wir sehen Punnyburp und Punnyburp ist dagegen jetzt nicht mega gut, aber kann zumindest schon mal die Mega-Entwicklung rausholen und hier vermutlich auch für einen Mogelhieb gehen. Wir erfahren dann eventuell auch schon etwas mehr über Lamus. Mega-Lamus darf es... Boah, ich weiß gar nicht, ob es Mega-Lamus sein darf. Bin mir gar nicht mehr sicher, wie das mit den Top-4-Regeln waren, ob man das Mega-Pokémon festlegen musste oder ob man es nur bei Glurak machen musste. I don't know. Wir sehen auf jeden Fall, dass hier kein Beulenhelm getragen wird. Das ist ja schon mal sehr wichtig. Und jetzt kommt ein wirklich riskanter Play mit der Rückkehr. Denn wenn das Siedewasser jetzt burnt, wäre das ganz, ganz kritisch. Wenn das Siedewasser nicht burnt, wäre das ein vertretbarer Play. Riskanter Play, aber er geht auf, denn Lamus ist jetzt tatsächlich schon in Range gekillt zu werden von einem physischen Pokémon. Das musste auch erstmal hinbekommen. Und es kommt jetzt hier Dora in die Rückkehr. Kann Dora eine Rückkehr, also zwei Rückkehren tanken? Ja, knapp, aber kann tanken. Von daher muss Punnyburp hier eigentlich rausgehen und genau das passiert hier auch. Und Steelyburp kommt rein. Jetzt ist die Frage, wechselt Pixie direkt raus? Nein, Pixie heilt sich erst einmal hoch. Und jetzt, wie gesagt, muss Blocky unfassbar aufpassen. Denn gegen Flug normal muss Magnetfalle nicht mit dabei sein. Aber wenn man mit Panzer Aeron rechnet, dann kann jetzt natürlich Magnezone reinkommen. Und deswegen ultra, also kann Magnezone mit dieser Fähigkeit gespielt werden. Weil Panzer Aeron ja auch ein sehr, sehr dominantes Pokémon ist, beziehungsweise war. Ich weiß gar nicht, wer jetzt besser ist in Schwertschild, ob Kramor oder Panzer Aeron. I'm not sure. So, jetzt kommt auch die Auswechslung in Flappy Burp. Direkt wieder in die Tarnsteine rein. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und die Auswechslung auf Magnezone. Chief Wiggum ist Magnezone. Yes, 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 yes. Okay, vielleicht gut predicted. Ich weiß noch nicht, ob Schwalbus irgendetwas kann gegen Chief Wiggum. Ich glaube nämlich nicht. Deswegen wird das keine gute Prediction sein. Und jetzt haben wir wieder das altbekannte Problem. Blocky muss sich gegen die Offensive von Roggi irgendwie verteidigen, der jetzt anfängt, Druck zu machen und muss jetzt eben die Pokémon reinwerfen, die dann immer sehr, sehr guten Schaden durch die Tarnstände bekommen. Und hier sehen wir auch direkt eine sehr effektive Kraftreserve, weil das halt sehr, sehr predictable war, dass jetzt sowas in die Richtung reinkommt. Vielleicht wäre es sogar besser gewesen, Porygon da reinzuwerfen. Und damit ist Voltolos in einer Range, wo er nicht nochmal reinwechseln kann. No freaking chance. Also wenn die Tarnsteine nicht weggehen, dann keine Chance. Und er geht hier straight für den Donnerblitz, ist tatsächlich eine Prediction, aber geht nicht auf, denn Plankton kommt rein und kann mit dem Turbo-Tempo finishen. Und damit ist ein super wichtiges Pokémon bereits gefallen von Blocky. Und das ist natürlich sehr, sehr sad. So, jetzt kommt hier Schwalbos wieder rein. Bin mir nicht ganz sicher, warum Schwalbos, weil Turbo-Tempo könnte sogar fast killen. Ich wäre mir da gar nicht so sicher. Und eine Fassade macht halt gegen so ein Bulky-Teil auch gar nicht so viel Damage. Wobei über 50% immer noch gut ist, ne? Aber durch Einrollen wird jetzt die Verteidigung geboostet und von daher hat Schwalbus hier keine Möglichkeit, mit der nächsten Fassade zu killen. Was man jetzt natürlich machen könnte, wäre mit einer Kehrtwende rauszugehen. Aber ganz ehrlich, Plankton kann jetzt einfach Turbo-Tempo drücken. Und das predicted Blocky hier nicht und verliert damit auch seinen Schwalbus. Also er spielt das Ganze hier gerade nicht optimal, wirft schnell Pokémon ab, obwohl er zum Zeitpunkt... Also zu den verschiedenen Zeitpunkten noch die Möglichkeit hatte, Porygon halt reinzubringen. Ja, und jetzt kommt Punnyburp. Und Punnyburp kann zwar einmal für den Mogelhieb gehen. Ich weiß aber nicht, wie viel das tatsächlich auf +1 bringen wird. Zumal man jetzt natürlich auch nochmal switchen kann.
Zum Beispiel in Lamus. Jo, Olli kommt. Ich bin gespannt, ob hier direkt wieder Mogelhieb kommt. Nein, Eishieb kommt direkt. Ja, deswegen stark von Roggi, der Switch in Lamus, ne? Hat hier vielleicht gar nicht unbedingt mit dem Mogelhieb gerechnet, sondern eher sogar mit dem Eishieb. Wollte da einfach mal eine Runde scouten. Und das macht er jetzt sehr, sehr gut. Ja, und jetzt kommt die Badeente rein. Das vielleicht wichtigste Pokémon. Aber Blocky hat eben auch schon super viele Pokémon verloren, die gegen Panferno potenziell Druck hätten machen können. Ne? Also gerade so ein Schwalbus, was nochmal schneller ist. Ja, und jetzt kommt direkt der Siedewasser-Burn. Das kann auf der einen Seite sehr gut sein, weil der Burn natürlich wenig Schaden macht. Aber er macht überhaupt erstmal Schaden. Dadurch aber natürlich Toxin verhindert. So, das weiß ich nicht, ob da jetzt bei Roggi irgendwo Toxin drauf war. Jetzt kommt die Donnerwelle, Magnezone da rein. Natürlich ein sehr, sehr guter Switch. Und wenn er hier auch wieder Aufbereitungs-Magnezone spielt, dann sehe ich da echt für Blocky aktuell keine guten Karten, dieses Matchup zu gewinnen. So, wir sehen den Voltwechsel, ne, wahrscheinlich um einen eventuellen Switch zu punishen oder jetzt irgendwas reinzubringen, was vielleicht ein bisschen mehr Druck macht oder zu scouten, ob Porygon vielleicht eine Kraftreserve hat und ja, die hat er. Ich weiß nicht, ob es eine HP Feuer ist oder HP Boden für Magnezone zum Beispiel, für generell Elektro-Pokémon, die ja sehr gerne mit dabei sein können. Und jetzt sehen wir von Boreos noch den Abschlag, was auch etwas ist, was man natürlich als Porygon 2 User ja, verhindern muss, nicht sehr gerne sieht, sage ich mal. Und jetzt ist Porygon 2 auch bei weitem nicht mehr so bulky wie eben noch. Und der Orkan hätte jetzt wahrscheinlich sogar ganz guten Schaden gemacht. Mist zunächst aber mal. Und wir sehen eine Triplette von Porygon, die okayen Schaden macht zumindest. Also Boreos ist ja das nächste Pokémon mit Belebekraft. Roggi dann mit einem sehr, sehr starken Belebekraft-Core unterwegs. Boreos auf der einen Seite, der jetzt mit Kehrtwende wieder rausgehen kann, sich Momentum generieren kann und dann ist er wieder fit. Und Lamus auf der anderen, was dann wieder reinkommen kann und sich wieder hochhalten kann. Wir haben einen Magnezone, was vielleicht mit Aufbereitung sehr gute Recovery hat. Also wirklich ein gutes Spiel, eine gute Leistung. Und die hätte im ersten Kampf vielleicht schon vorbei sein können. Also im allerersten von Roggi hier. Gegen Dominik, der hatte ja da wirklich, wirklich gute Karten. So, und Blocky ist halt komplett überfordert. Und auch hier wieder, stellt euch vor, es würden die Tarnsteine liegen. Roggi wechselt so viel gerade hin und her, um irgendwie Druck gegen dieses Porygon aufzubauen. Und es würde Chip-Damage um Chip-Damage um Chip-Damage um Chip-Damage hageln. Aber die Hazards liegen immer nur auf Seiten der Top-4-Mitglieder. Und das ist halt eine unfassbar schlechte Ausgangssituation. So, ich weiß nicht, welche Moves Roggi mittlerweile schon gescoutet hat von Porygon. Wir haben Genesung gesehen, wir haben die HP gesehen, wir haben die Triplette gesehen und wir sehen auch jetzt die Triplette. Ich weiß nicht, ob wir schon den vierten Move gesehen haben und falls ja, dann weiß Roggi vielleicht, okay, das ist kein Eisstrahl und spätestens jetzt sollte er das vielleicht wissen und kann jetzt hinter dem Delegator eben einmal auf Einrollen gehen. Dann wird Porygon diesen Delegator zerstören. Dann wird er wieder auf den Delegator gehen. Die Triplette zerstört den Delegator wieder nicht. Das heißt, er kriegt zweites Mal Setup raus und dann ist er irgendwann auf jeden Fall in der Lage, Porygon zu finishen, was er sowieso durch den Burn immer weiter an KP verliert und quasi irgendwann auch, dann auch gezwungen wäre, wieder auf Genesung zu drücken und so weiter und so fort. Deswegen Roggi gerade in einer ultra komfortablen Lage, jetzt schon wieder über 50%. Das heißt, er könnte jetzt schon zweimal das Spielchen Delegator einrollen machen. Und das sind vier Turns. In den vier Turns triggern Überreste vielleicht auch schon wieder so oft, dass er nochmal den Delegator rausholen kann. Also Setup hinter dem Delegator ist gerade für ihn eigentlich garantiert. Es sei denn, die Triplette macht irgendwann mal ein bisschen mehr Schaden. Und das ist gerade eine Roll. Es ist gerade ein bisschen abhängig vom Schaden, wie viel da letztlich rauskommen wird oder nicht. Ja, aber auch bei der zweiten Triplette kann der Delegator hier halten. Und von daher kommt das zweite Mal ein Rollen raus. Und es sieht halt jetzt super, super gut aus. Nicht so, als wenn Blocky, als wenn Blocky hier jetzt noch irgendwas großartig machen könnte. Ich glaube, er hat vielleicht auch schon aufgegeben. Denn, ich weiß nicht, ob er sich mal heilen müsste langsam. Er muss halt natürlich auch angreifen und irgendwie Druck gegen dieses Seigard aufbauen. Denn wenn er keinen Druck aufbaut, dann wird er da auch nicht durchbrechen. Ja, er müsste sich theoretisch schon langsam heilen, weil Plankton eigentlich in der Lage ist, jetzt eben zu finishen. Aber hier auf den Delegator zu gehen, auf jeden Fall nochmal der Play. Der Play der Plays. Selbst wenn er Porygon jetzt rausnehmen möchte, denn ja, dann hat er einen Delegator für das nächste Pokémon. Und ich glaube, jetzt ist der beste Moment, um in die Offensive zu gehen, weil nochmal Überreste reichen, glaube ich, nicht aus. Porygon ist gerade super low. Das heißt, man kann Porygon jetzt wunderbar mit 1000 Pfeile rausnehmen. Und genau das macht Roggi auch. Der weiß ganz genau, was er hier zu tun hat und nimmt jetzt die Badeente auf plus 2, wo er eben ist, raus. Und der ist eben gerade auf plus 2 Angriff und plus 2 physischer Verteidigung.
und hat jetzt auch noch einen Delegator, hinter dem die Überreste wieder triggern. Also gerade Delegator-Überreste, das kennen wir ja sehr, sehr gut mittlerweile. Und da kommt der Punny Burp, der ja theoretisch mit dem Mogelhieb jetzt hier den Sub zerstören kann, aber der Delegator ja hindert eben daran, dass Seigert hier zurückschrecken wird. Und von daher bringt das hier nicht viel. Außer, dass man sich gegen... Nee, selbst gegen Turbo-Tempo schützt man sich, glaube ich, nicht, ne? Ah, doch. Oh, doch. Okay. Hat Mugglehieb auch plus 2 Prio. Schlappo überlebt sogar plus 2 Turbo-Tempo. Not bad. Also, ist tatsächlich echt bulky, aber man kann halt jetzt theoretisch nochmal dafür gehen. Es kommt sogar nochmal eine Auswechslung in Steely Burp. Ja, sehe ich irgendwo, weil man jetzt Turbo-Tempo recht gut abfangen dürfte. Und vielleicht 1000 Pfeile überlebt und einen Beulenhelm nochmal hat. Auch das ist tatsächlich gar nicht so unwichtig. Ich weiß nicht, ob Panzer Aeron irgendwie noch auflockern hat. Dann schafft Blocky es vielleicht zumindest noch an Seigert vorbeizukommen, falls Panzer Aeron in der Lage ist, 1000 Pfeile zu überleben. Und ja, das überlebt er ziemlich, ziemlich gut. Ah, das macht aber momentan auch nur neutralen Schaden. Aber jetzt berührt er den Boden. Aber er geht nur für Eisenschädel. Also, ich glaube, auflockern wäre hier eher der Play gewesen. Vermutlich, maybe, I don't know, dass Mega Schlappohr nochmal reinkommen kann. Aber ja, Eisenschädel wird ihm da leider nicht viel bringen. Und jetzt sind 1000 Pfeile auch sehr effektiv, nehme ich an. Right? Yes. Und das war's mit Panzer Aeron. Ja, was hat Blocky noch? Also, Mega Schlappohr dürfte an den Tarnstein sterben. Und dann bleibt dann noch Zappy Burp. Und Zappy Burp ist sein Zapdos. Ja, Zapdos dürfte auch nochmal einen Hit gut überleben. Da gehe ich von aus. Der hat Toxin. Interesting. Okay. Also blöd natürlich, dass es misst. Mattert jetzt nicht großartig. Er hätte damit Seigert wahrscheinlich noch, ja, maybe besiegen können. Aber dann war es ja niemals der Play, auf Panzer Aeron zu gehen. Gerade. Weil du mit Zapdos einfach Toxin hättest landen können. Und dann wäre Seigert halt auf lange Sicht Geschichte gewesen und Zapdos hätte versuchen können, sich irgendwie gegenzuheilen oder sowas in die Richtung. Oder man geht auf Hitzewelle und versucht eben für den 10%igen Burn zu fischen. Auch das wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber mit Panzer Aeon auf Eisenschädel, schwierig, schwierig. Aber es ist sowieso egal, es hat ab da nicht mehr gemattert. Seigert stand da, Seigert hat sich aufgesetzt und Seigert hatte Bock, das Ding jetzt hier zu holen und hat das Ding dann eben auch nach Hause geholt. Jetzt werden wir nochmal kurz die Einwechslung von Mega Schlappohr sehen, die hier leider nicht ganz so erfolgsträchtig sein wird. Punny Burp geht direkt wieder down durch die Tarnsteine, was auch dieses Match wieder verdammt gut zusammenfasst. Also gerade so diese Anfangs-Mittelphase, bis Seigert reinkam. Sehr, 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 sehr schwierige Situation aktuell, was Hazards angeht. Ja, was bleibt zum Kampf zu sagen? Blocky hat wenig, also vielleicht sogar noch weniger Druck aufbauen können, als es Kaidos geschafft hat, würde ich fast meinen. Also ich erinnere mich eigentlich nicht daran, dass irgendwas mal unter Druck stand, außer das Lamus gegen Schlappohr. Aber ansonsten, glaube ich, wurde da recht viel dann auch einfach weggebombt so. Ja, ja, also ich erinnere mich da an wenig tatsächlich. Also Seigert hat super gute Arbeit geleistet. Super, super gute Arbeit. Und das ohne jetzt einen direkten Typenvorteil zu haben, ne? Sogar theoretisch Typennachteil, weil du mit deinen Bodenmoves eigentlich nicht triffst, die Flug-Pokémon. Hier jetzt ein bisschen anders gewesen eventuell. Und vor allem hat Blocky, ne? Wenn man so Erdanziehung gegen Blocky spielt, holy shit, dann hat er einfach plötzlich 3 Bodenschwächen und keine Immunität oder Resistance oder so. Aber ja, das werden wir vermutlich die wenigsten machen. Wie dem auch sei, GG auf jeden Fall an Roggy, der das wieder super clean runtergespielt hat. Und damit auch hier wieder verdienten Glückwunsch an deinen Sieg gegen Blocky. Und damit natürlich auch zum Gewinn des Schwalbos-Abzeichens. Und du weißt, was das heißt. Ihr wisst, was das heißt. Damit sind alle 4 Abzeichen schon wieder komplett. Ich fühl's so gar nicht, dass die Top 4 hier keine Siege mehr holt. Aber hoffen wir, dass es dann bei den nächsten Runs so sein wird. Jetzt aber erstmal herzlichen Glückwunsch zum Zugang zur Top 4. Viel Erfolg. Nicht zur Top 4. Bin ich doof? Zum Champ. Viel Erfolg gegen den Champ. Momentan Terrakrok
ungeschlagen auf seinem Posten. Wenn er geschlagen ist, dann ist er ja auch weg von seinem Posten. Aber 2 Siege konnte er sich tatsächlich holen. Deswegen mal schauen, ob Roggi in der Lage ist, diese Serie zu brechen. Oder ob Terracroc sich tatsächlich 3 Siege als Champ holen wird. Das wäre tatsächlich eine crazy Leistung. Aber auch natürlich Roggi beim ersten Run direkt Champ zu werden, auch eine crazy Leistung. Deswegen, es wird im nächsten Part auf jeden Fall spannend. Wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst doch sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.